Willkommen bei Gospel Truth mit Andrew Womack, einer christlichen Lehrsendung mit Schwerpunkt auf Gottes bedingungsloser Liebe und Gnade. Wir verkündigen das Evangelium weltweit durch Fernsehsendungen und durch die Caris Bible Colleges. Das Wort hat nun Andrew. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gospel Truth. Heute beginne ich eine neue Serie mit dem Titel »Treu mit Finanzen umgehen«. Ich weiß, dies ist bestimmt nicht das Lieblingsthema einiger Leute, aber ich kann Ihnen sagen, es scheint, als ob wirklich jedermann in diesem Bereich zum einen oder anderen Zeitpunkt Probleme hat. So habe ich das zumindest erlebt und Gott hat mir darin einige Dinge offenbart, die mein Leben einfach transformiert haben. Daran möchte ich Sie teilhaben lassen und ich glaube, dass dies Ihnen ein wirklicher Segen sein wird. Lassen Sie mich kurz erwähnen, dass wir viele verschiedene Materialien zu diesem Thema haben. Ich habe ein Buch mit dem Titel »Treu mit Finanzen umgehen«, das ich hier anbiete. Es gibt auch eine Ausgabe in Spanisch und könnte Ihnen ein wirklich großer Segen sein. Lassen Sie mich noch einmal sagen, das Thema Finanzen ist eines dieser Dinge, von denen einige Menschen nichts hören wollen, besonders nicht von einem Pastor. Man könnte sich denken, dass es selbstsüchtig von mir ist, darüber zu lehren, dass ich nur Ihr Geld haben will. Aber das könnte nicht weiter entfernt von meinen Absichten sein. Wissen Sie, wenn ich über Heilung lehre, dann nicht, dass ich geheilt werde. Wenn ich über Gottes Liebe lehre, dann nicht, sodass Sie mich lieben, sondern dass ich diese Dinge freisetzen kann, dass ich Sie an den Dingen, die Gott mir offenbart hat, teilhaben lassen kann. Ich weiß, dass es viel Kritik dagegen gibt, aber nichtsdestotrotz, der Grund für diese Lehrreihe sind all die Menschen, die in diesem Bereich wie gefangen sind. Und ich werde Ihnen viele Dinge sagen, von denen ich glaube, dass sie auch für Sie wirklich viel Sinn ergeben werden. Es wird sich ziemlich von den meisten Botschaften über Wohlstand unterscheiden, die Sie bis jetzt gehört haben. Nicht, dass ich an anderen Leuten etwas auszusetzen habe, aber ich bin der Ansicht, dass solche Lehren manchmal wirklich eigennützig scheinen können, bis hin zu einem Punkt, an dem es nur noch darum geht, so viel wie möglich zu erlangen, zu behalten und niemals mehr loszulassen. Wohlstand wird so oft als etwas präsentiert, bei dem es nur darum geht, sich selbst so viel wie möglich zu bereichern. Ich werde dem Ganzen einen anderen Anstrich verpassen. Ich glaube sehr wohl, dass Gott möchte, dass es Ihnen wohler geht. Genauso wie es in 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9 heißt, dass Jesus, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ich glaube nicht, dass er will, dass Sie gerade so über die Runden kommen. Ich glaube, er ist El Shaddai, kein Discounter-Gott. Ich glaube an Wohlstand, aber bei dem, was ich sage, unterscheidet sich das Augenmerk von den Dingen, die Sie bisher gehört haben. Wohlstand soll Sie dazu befähigen, anderen Menschen ein Segen zu sein. Es geht nicht darum, dass Sie einfach mehr von allem für sich selbst behalten können. Und wieder, es geht hier einfach um ein gewisses Gleichgewicht. Ich glaube, dass Gott will, dass es Ihnen wohler geht. Ich glaube nicht, dass Gott Ihnen einfach nur das Mindestmaß zur Verfügung stellen möchte. Ich glaube nicht, dass Gott irgendetwas dagegen hat, wenn wir finanziell gut gestellt sind. Aber ich glaube, dass die Herzenshaltung die eines Gebers sein muss. Man gibt, um ein Segen zu sein. Man lebt, um zu geben. Man gibt nicht, um zu bekommen. Nun, natürlich gibt es auf Investitionen noch eine Rendite. Das möchte ich gar nicht leugnen, aber ich will sagen, dass die entsprechende Herzenshaltung darauf ausgerichtet sein muss, anderen Menschen ein Segen zu sein. Ich glaube also, dass ich Wohlstand in einem Gleichgewicht präsentieren werde, wie Sie es sonst nicht immer von anderen Leuten hören. Es geht nicht darum, andere Lehren zu diesem Thema nichtig zu machen, aber vielleicht eine Ausgewogenheit zu bringen, von der ich denke, dass sie Ihnen dienen wird, Ihnen helfen wird, einen großen Unterschied machen wird. Wissen Sie, Finanzen sind nicht wirklich so bedeutend. Finanzen verstärken nur das, was bereits in Ihrem Leben passiert. Wenn Sie einer Person viel Geld geben, wird es Sie lediglich befähigen und das verstärken, was bereits in Ihrem Herzen ist. Und wenn die Dinge des Herzens schlecht sind, dann werden die entsprechenden Finanzen das Ganze nur vergrößern und schlimmer machen. Wenn die Dinge Ihres Herzens allerdings gut sind, dann werden die entsprechenden Finanzen Sie schlichtweg befähigen, ein noch größerer Segen zu sein. Aber im Endeffekt geht es wirklich nicht um die Finanzen selbst. Ich möchte diese Serie heute beginnen, indem ich Ihnen das Zeugnis von Kurt und Lisa Barreto zeige, das meine Fernsehabteilung herausgebracht hat. Ich kann Ihnen schon so viel sagen. Dieser Kerl war einmal wirklich wohlhabend, erfolgreich. Aber all das geschah aus seiner eigenen Kraft. Er tat es alles für sich selbst, bis er durch die Immobilienkrise 2008, 2009 an den Rand seiner selbst kam und in einer Abstellgarage leben musste. Ich kann Ihnen sagen, er war einfach am Boden zerstört, als er meine Lehrreihe in die Hände bekam. Er fing mit Ich-Bezogenheit, die Wurzel allen Kummers, an. Dies krempelte sein Leben um. Und mittlerweile geht es ihm wieder gut. Er lebt wieder in Wohlstand. Aber er gebraucht diesen Wohlstand, um anderen Leuten zu dienen. Hören und sehen Sie sich das also an. Ich finde, meine Medienabteilung hat mit diesem Video Großartiges geleistet und wir sehen uns zum Ende des heutigen Programmes wieder.
1999 war ich ein Kredithai. Ich wurde der stellvertretende Leiter der ganzen Abteilung. Und innerhalb eines Jahres war ich der erfolgreichste Verkäufer. Ich bekam Prämien, die Branche boomte. Ich war in einer Position, wo ich viel Geld verdienen konnte. Ich weiß einfach, was Geld anrichten kann. Und ich kenne Kurt und seine Gier nach Geld und seine Unersättlichkeit. Im Jahr 2004 lief das Hypothekengeschäft so gut für mich, ich verdiente im sechsstelligen Bereich, dass ich mich selbstständig machte. Und dann suchte ich die Immobilien, wo ich wirklich viel Geld machen konnte. Und ich war Immobilienmaklerin und so war es für mich einfach, die passenden Immobilien zu finden und die Hypotheken aufzunehmen. Ich kaufte dann mein erstes Haus und steigerte seinen Wert enorm, nahm dann eine Hypothek auf dieses Haus auf für den nächsten Hauskauf. Diese benutzte ich wieder für ein anderes Haus als Hypothek und zu einem gewissen Zeitpunkt hatte ich dann Häuser im Wert von $3 Millionen auf meinen Namen. In dem Moment dachte ich, ich bin ganz oben angekommen. Wir lebten in einer wunderschönen Gegend im südlichen Florida, Boca Raton, und man musste gut verdienen, um sich den dortigen Lifestyle leisten zu können. Wir taten alles dafür, um so viel Geld zu verdienen wie möglich. Obwohl wir sehr viel Geld verdienten, sparten wir nichts. Wir gaben einfach alles, was wir verdient hatten, sofort wieder aus. Mir fiel auf, dass wir sehr viel tranken und dass wir dauernd ausgingen, und das machte sich in unserer Ehe einfach bemerkbar. In den ersten Jahren gaben wir uns wirklich Mühe, unsere Familie zu einer Einheit zu machen. Naja, unsere Kinder, sie mussten umziehen, wieder umziehen und erneut umziehen, neue Freunde finden, wieder neue Freunde finden. Meine Tochter verfiel in ungute Gewohnheiten und ich konnte sehen, dass wir da auf ein Problem zusteuerten. Mein Bruder und ich standen uns immer sehr nahe. Er war 4 Jahre älter und er war alles für mich. Er beschützte mich. Er war mein Halt. Mit ihm konnte ich immer über alles reden. Als sie uns brauchten, waren wir nicht da. Ich verlor irgendwie das Vertrauen zu meinen Eltern. Sie war eine Einserschülerin, aber jetzt begann sie, die Schule zu schwänzen und sich in andere Schwierigkeiten zu bringen. Ich wurde mit 15 vergewaltigt und ich wusste nicht, mit wem ich reden sollte. Ich konnte nicht mit meinen Eltern sprechen, weil ich sie nicht noch mehr belasten wollte. 2005 hatten wir einen schlimmen Hurricane im südlichen Florida. Mehrere Wochen lang waren wir ohne Strom und wir mussten unser Leben quasi über Nacht dicht machen. Und ich wurde richtig launisch. Und als das Geschäft nicht mehr lief, dann war es bei mir wie beim Poker. Ich ging einfach all in. Ich machte irgendwelche Sachen, von denen ich wusste, dass die anderen Geld bringen würden, aber vor allem auch mir. Im Jahr 2006 ging das ganze System den Bach runter und alle Hypothekenverleiher, wie ich einer war, waren ruiniert. Die Wirtschaft stürzte völlig ein und unsere Gegend war einer der ersten, die wirklich hart getroffen wurde. Die Banken, die ich hatte, 9 oder 10, sie waren alle ruiniert und schlossen ihre Türen in derselben Woche. Nun, ich hatte ungefähr 1 Million oder mehr an Anleihen an diese Banken geliehen. Und all diese Zinsen waren auf einmal weg. Ich hatte kein Geld zurückgelegt, es war bereits alles ausgegeben. Und jetzt waren meine Eltern auch betroffen. Alles, was wir gehabt hatten, indem wir so verschwenderisch gelebt hatten, wurde uns also buchstäblich über Nacht genommen. Naja, glaubenstechnisch, also bei uns ging es nur darum, dass wir an einem Sonntag in irgendeine katholische Kirche gegangen sind. Ich sagte, ich gehe sonntags in die Kirche, ihr könnt mitkommen oder ihr könnt es lassen. Ich hatte alle Sakramente, die man als Katholik erfüllen musste, erfüllt. Ich hatte niemals eine Todsünde begangen. Nun, ich wusste, es war also sozusagen eigentlich alles in Ordnung und wenn ich was Schlimmes getan habe, dann ging ich eben zur Beichte. Dann wandte ich mich vollkommen vom Glauben ab. Also entschieden wir, nach Charlotte zu gehen und einfach neu anzufangen. Dann fing ich eben wieder an, als Angestellter zu arbeiten. Und das, nachdem ich ja selbstständig gewesen war, das war ein Schlag ins Gesicht für mein Ego und das tat weh. Mein Mann hatte einen Job bei einer Hypothekengesellschaft gefunden, aber bereits nach 1 Monat entließen sie ihn wieder. Dann, als ich da gefeuert wurde, da ging ich zurück zu meinen alten Gewohnheiten. Wie damals im Autogeschäft, als es auch nicht lief und ich fühlte mich, als würde ich rückwärts gehen.
Kurt fiel jetzt in eine immer tiefere Depression. Er fing an zu trinken, er wurde sehr ausfallend. Wir waren da einfach wirklich in keiner guten Situation. Er kam am Erntedankfest zu mir ohne seine Frau und irgendwie fand ich das komisch, aber ich wusste, mein Bruder hatte alles verloren. Dann verbrachten wir Zeit zusammen in meiner Garage mit seinen beiden Kindern. Und der Heilige Geist kam einfach über mich und ich begann zu verstehen, was mit ihm los ist und ihm sagen zu können, was Sache ist. Und ich war geschockt, er war mein jüngerer Bruder. Ich denke, das war der Anfang von etwas Neuem für ihn, weil er schließlich einen Moment lang sich wirklich demütigen konnte und auf seinen jüngeren Bruder, diesen verrückten Wiedergeborenen, hören konnte. Und sein Herz ist weich geworden an dieser Stelle und er wusste, er hatte keine Antworten. Er musste mit seinem Charakter klarkommen und Gott würde sein einziger Ausweg sein. Und ich umarmte ihn, schickte ihn zurück nach Carolina zu seiner Frau. Und ich sagte, schau mal, wenn es dir gut tut, dann kannst du hier in meinem Haus bleiben und ich werde einfach dir dienen und mit dir über das Wort sprechen jeden Tag, denn das brauchst du. Wir zogen noch ein paar Mal um und nach dem letzten Umzug arbeitete Kurt dann als Handwerker in Privathaushalten. Ein paar Monate später hatte ich einen schlimmen Streit mit meiner Tochter, wo sie mich quasi angriff. Es artete richtig aus. Und ich glaube, ich schlug sie sogar und dann ging ich einfach. Dann rief mich die Frau an, in deren Haus Kurt gerade arbeitete. Ich war dann im Haus einer Kundin und sie bot mir dann einen Cocktail an, nachdem die Arbeit erledigt war. Den trank ich, dann sagte sie, ich muss die Kinder abholen, du kannst dir mehr nehmen und ich füllte nach. Sie rief mich an und sagte, bevor ich die Polizei rufe, wollte ich erst dich anrufen, aber dein Mann liegt bewusstlos auf meiner Couch. Er hat mich um einen Drink gebeten und dann hat er die ganze Flasche leer getrunken. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Soll ich meiner Tochter hinterhergehen oder soll ich meinen Mann holen? Ich entschied mich für meinen Mann und er lag wirklich bewusstlos auf dieser Couch und an diesem Punkt zerbrach einfach etwas. Ich begriff, dass ich irgendetwas tun musste. Ich sagte ihm, du musst deine Sachen packen und du musst dich auf die Suche nach dem begeben, was du wirklich brauchst, denn hier wirst du es nicht finden. Ich nahm alles, was ging und stopfte es in mein Auto und machte mich auf den Weg nach Florida. Auf dem Weg zu meinem Bruder entschied ich mich dann dazu, ihn anzurufen, ungefähr noch 5 Stunden entfernt. Ich würde spät nach Mitternacht dort ankommen und ich sagte ihm, hey, ich kann so einfach nicht weitermachen. Ich fühle mich, als wäre ich wieder ein Kind. Ich sagte ihm dann, ich rufe dich am Morgen an. Und ich habe einfach eine Pause gemacht, um meine Gedanken zu sammeln. Am nächsten Morgen, als ich die nächste Ausfahrt nahm, sah ich, als ich die Straße entlang fuhr, dieses Lager. Nicht weniger als 2 Meilen von dort entfernt, wo ich übernachtet hatte. Und das wurde mein neues Zuhause. Er wollte einen Lagerraum mieten. Kurt, nun, er kam ohne seine Frau und seine Kinder. Ich glaube nicht, dass er hier irgendjemanden kannte. Nun, die ersten paar Nächte versuchte ich, mich zu verstecken. Ich versuchte, den Kameras auszuweichen und zu verhindern, dass jemand begriff, dass ich hier wohnte. Ich wusste auch nicht, dass ich so lange dort wohnen würde. Ich telefonierte so viel mit meinem Bruder, wie ich konnte, um irgendwie bei Verstand zu bleiben. Ich wusste ja genau, was ihn fertig machte. Ich habe ja denselben geistlichen Hintergrund. Und ich wusste, dass Schuldgefühle, Verdammnis und Scham ihn innerlich regelrecht zerfressen haben. Und er versuchte mehr und mehr, mich dahingehend zu ermutigen, dass ich begriff, dass Gott die Antwort war. Und ich verstand seinen Gott nicht. Ich verstand nur meinen Gott, den katholischen Glauben, den ich in der Kirche gelernt hatte. Es wird wieder gut. Er geht nach Florida, er geht zu den anonymen Alkoholikern, er geht zur Heilsarmee, er geht zu jeder Selbsthilfegruppe, die es irgendwie gibt. Und es wird alles wieder gut. Ich habe die Gelegenheit, ihm die Wahrheit des Evangeliums weiterzugeben. Immer und immer wieder, den ganzen Tag, den ganzen Tag. Mein Bruder gibt mir ein Buch, das heißt Ich-Zentriertheit, die Wurzel allen Übels, von Andrew Womack. Ich erreichte diesen Punkt, wo ich gar nicht mehr glauben konnte, wie ich-zentriert ich eigentlich war. Dieses Buch beschrieb alles, was in dieser Zeit in meinem Leben das Problem war. Ich lese mir also dieses kleine Büchlein durch und es hinterlässt mich jetzt mit vielen Fragen, viel mehr als mit Antworten. Und erneut frage ich immer wieder meinen Bruder. Und dann zeigt er mir diese Internetseite, Andrew Womack Ministries.
Aufnahmen von Lehren. Und er sagt mir, hör dir diese Lehre an, der richtige Ort. Und ich klicke da drauf, das war meine erste Lehreinheit. Und dann begriff ich, wo ich in meiner Reise mit Gott war. Ich war am richtigen Platz. Es ist gegen das Gesetz, in einem Lagerraum zu wohnen. Es war ein Regentag und ich dachte, komm, ich mach mal was Gutes für die Leute und dieses Badezimmer muss wirklich sauber gemacht werden. Und ich habe das komplett sauber gemacht. Und diese kleine Tat änderte alles. Als ich gerade bereit war, rausgeschmissen zu werden, sagte er, ich steck dich in ein Haus. Es war in Wirklichkeit der Winter und ich konnte ihn nicht dort lassen. Also bot ich ihm ein leerstehendes Haus an. Ich habe da ein Haus am Strand, das muss neu gestrichen werden und aufgeräumt werden. Ich versuche es zu vermieten, es klappt aber nicht. Du kannst da kostenlos leben. Und ich zog aus dem Lagerraum aus, lebte in diesem Haus und hörte mir weiter die Lehren an. Ich mache das genau wie ein Arzt, der etwas verschreibt. Du musst genau das hören, ich weiß genau, was du meinst. Geh zur Webseite, klicke das an, du musst das hören. Wessen Gerechtigkeit ist es? Und ich nahm mein iPod und lud alle 250 irgendwas Lehreinheiten darauf. Und ich hörte sie mir an. Jeden einzelnen Tag, während ich anstrich und renovierte und alles tat, was ich konnte, um mich beschäftigt zu halten und wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen. Er rief mich eines Tages an und sagte, Scott, okay, ich kann nicht mehr. Ich habe die Offenbarung bekommen, dass ich dieses Wort den ganzen Tag lang hören muss. Ich muss einfach mit dir telefonieren. Bitte sprich den ganzen Tag mit mir. Er erwartete von mir quasi eine Vollzeit-Bibelschule. Das war für ihn in dem Moment nicht möglich. Also sagte ich ihm, wenn das so ist, dann muss ich wohl zur Bibelschule. Und so ging ich nach Colorado. Also während wir telefonierten, war er auf der Webseite unterwegs und dann stand da plötzlich Jacksonville, Plätze auf dem Campus frei. Ich konnte es nicht glauben. Als das passierte, war es so, als würde alles wieder Sinn machen. Wie ein Puzzleteil, wie ein Zahnrad, das genau reingreift. Jetzt wusste ich, warum ich in Jacksonville war. Es ist dieselbe Ausfahrt, die er vor Monaten benutzt hatte. Und Gott hatte alles für ihn vorbereitet. In meinem ersten Gespräch mit Kurt Barreto erzählte er mir, dass er von seiner Frau getrennt sei. Er hat viel durchgemacht, erzählte mir alles ganz offen und legte es Gott hin. Innerhalb von 5 Minuten hatte ich alles durchgeplant, wie ich dahin gehen würde. Ich saß vor diesem Fernseher und sog alles auf, was gelehrt wurde. Dann trafen wir uns in kleinen Gruppen und sprachen darüber. Wir hatten Lobpreis zusammen. Leute kamen zu mir, legten mir die Hände auf, beteten für mich. Und es war gefüllt mit dem Geist und mit Gott jeden Tag. Die größte Veränderung bei Kurt begann, als er sein Vertrauen auf Gott setzte, statt auf sich selbst. Und Gott sagte mir im Grunde, du bist es, der das alles bewirkt. Und jetzt, statt mich anzurufen, um sich zu beschweren oder um mich anzurufen, weil er Hilfe brauchte, rief er mich an und erzählte mir ein Zeugnis nach dem anderen. Einmal telefonierten wir und er erzählte mir, dass sein Bruder ihm von Andrew Womack erzählt hatte und dass er gerne weiter sich darin vertiefen wollte. Und ich dachte nur, oh nein, nein, er ist nicht mehr katholisch. Meine Frau wollte nichts mit Jacksonville zu tun haben. Und er fing an, sie an Wochenenden zu besuchen. Und er rief mich an und er bat meinen Rat. Sie verhält sich so und so, ich verstehe das nicht. Ich sagte, Kurt, predige nicht, sondern sage ihr, ich tue das, weil das Wort es sagt. Und lass sie das lebendige Wort hören. Lass sie es hören. Denn sobald sie es im Kopf hat, wird sie es nicht mehr loswerden, weil es lebendig ist. Das, woran ich mich wirklich festhielt, ist, dass mit Gott alles möglich ist. Und dass der Geist nicht meine Hilfe braucht. Und wisst ihr, ich erledigte die Aufgaben des Heiligen Geistes wirklich sehr schlecht. Er ist wirklich viel besser dabei, selber das Herz meiner Frau an den Platz zu bringen, wo es hin muss. Ich diente ihr einfach mit dem Wort. Ich erinnere mich, eines Nachts wachte ich auf und ich schrieb diese Bibelstelle auf und Gott sagte zu mir, du wirst deiner Frau nichts sagen, du wirst es ihr zeigen, durch dein lebendiges Beispiel. Da war auf einmal eine Sanftheit. Sein Körper änderte sich, seine Augen sahen anders aus, sein Temperament war anders. So etwas bringt keine Selbsthilfegruppe zustande. Ich weiß das, weil ich so viele Leute erlebt habe, die diese Programme durchgemacht haben. Ich wusste, dass etwas sein Herz berührt hatte und ich war glücklich. Mein Vater bot mir an, einen Sommer mit ihm in einem Wohnmobil zu verbringen.
Ich bekam also die Erlaubnis für die 2 Wochen, in der sie hier sein würde, dass sie mit zur Bibelschule kommen kann. Sie ist einmal dabei und sie ist berührt, sie weint fast. Die Leute bei Charis waren wundervoll. Sie strahlten einfach alles, so ein Glück und eine Zufriedenheit aus. Das hatte ich noch nirgendwo so erlebt. Innerhalb von 2 Wochen verbrachten wir mehr Zeit miteinander, machten mehr miteinander, hatten mehr Liebe und Zuneigung füreinander und bedeutsame Gespräche, als wir im gesamten Leben vorher hatten. Nun, dann musste ich sie nach Hause schicken. Das verblüffte mich noch mehr als bei meinem Mann. Meine Tochter hatte sich verändert. Wir konnten tatsächlich im selben Raum sein und einander lieben und miteinander sprechen. Und das hatten wir vorher nicht. Meine Frau war demgegenüber immer noch sehr zurückhaltend. Dann sollte das 2. Bibelschuljahr anfangen und ich musste mich entscheiden. Und ich sagte zu ihr, schau mal, ich muss das machen. Für mich geht es hier um Leben oder Tod. Da geht es um mehr als nur Bibelschule. Meine Mutter wollte nicht mehr alleine sein. Alles kam auf wundersame Weise einfach wieder zusammen. Ich hätte nicht gedacht, dass ein zerschlagenes Ei wieder ganz werden kann. Aber in Wirklichkeit kann Gott alles wieder ganz machen. Wir absolvierten dann das gesamte 2. Jahr zusammen. Er brachte das Lehrmaterial mit nach Hause und das basierte auch alles auf der Bibel. Aber ich sagte mir, ich bekehre mich nicht. Ich bin katholisch und ich werde katholisch bleiben. Ich mache dann schließlich meinen Abschluss. Meine Frau freut sich. Die gesamte Familie kommt zum Abschluss. Und dann findet die Sommerfamilien-Bibelkonferenz statt. Gott legte es mir wirklich aufs Herz, in Colorado die Bibelschule zu besuchen. Und sie bekam eine Stelle dort. Gleich als ich ankam, wurde ich befördert und konnte so das Schulgeld bezahlen. Alles, wofür ich für meine Frau betete, dass sie diese Dinge erkennt, dass sie den Heiligen Geist sieht, dass sie im Heiligen Geist getauft wird, all das geschah in einer Woche bei der Konferenz. Bevor wir überhaupt zur Konferenz gingen, sagte ich zu Kurt, hör zu, erwarte bitte nichts von mir. Ich gehe hin, ich höre zu, ich unterstütze dich. Sie hatte eine Bibel, in die sie unablässig hineinkritzelte. Und nach dem ersten Tag dachte ich, irgendwas ist hier. Es gefällt mir irgendwie. Ich mag den Sprecher, ich liebe diesen Sprecher. Während der ganzen Zeit gab es natürlich auch Lobpreis und Anbetung und ich nickte immer so ein bisschen mit dem Kopf im Rhythmus. Aber ich wollte auf keinen Fall die Hände heben. Und schon am 3. Tag rufe ich Halleluja wie alle anderen. Ich bin ganz nah vorne bei der Bühne. Und eines Tages zog ich Andrew beiseite und sagte zu ihm, ich möchte dir einfach Danke sagen, denn du hast mich gerettet. Du hast meine Ehe gerettet, du hast meine Tochter gerettet. Und du weißt überhaupt nicht, wie viele Menschen du berührst. Das weißt du wirklich nicht. Und ihm stiegen die Tränen in die Augen, mir stiegen die Tränen in die Augen und er bedankte sich. Aber ich sagte, weißt du, ich will gar nicht, dass du dich bedankst. Ich will einfach nur, dass du das weißt, dass es so viele Menschen gibt, deren Leben du berührst, die du vielleicht nie kennen wirst. Und das ist ein Geschenk Gottes, das Leben der Menschen zu ändern, ohne sie überhaupt zu treffen. Es war der allerletzte Tag der Konferenz. Von selbst stand sie auf, ging nach vorn, empfing die Taufe im Heiligen Geist, sprach in Zungen. Meine Mutter war ja katholisch und hatte noch nie von so etwas gehört. Wir wurden auf eine Art und Weise völlig gesegnet, die unseren Verstand absolut übersteigt. Unsere Ehe hat ein neues Level erreicht und es geht so weiter. Und ich dachte nur, ja, das ist wirklich ein Zeugnis dafür, wie Gott wirkt. Es ist nicht so, dass ich nicht mehr katholisch wäre oder dass ich nicht mehr ich selbst wäre. Aber es gibt so viel zu lernen und so viel anderen beizubringen. Und das ist heute wirklich unser Wunsch. Nach der Familienbibelkonferenz war meine Frau absolut ermutigt. Sie wollte zu Konferenzen gehen. In der Welt waren wir ein eingespieltes Team gewesen, im Business, bei Präsentationen. Wir haben zusammengearbeitet. Wir werden einen mobilen Dienst aufbauen und ich möchte so gerne zur Bibelschule gehen. Wir arbeiten daran, den Gottesnachfolgerdienst aufzubauen und dahin zu bringen, wo wirklich evangelistische Jüngerschaft stattfinden kann, sodass Gottes Wort, das wahre Evangelium, zu Leuten gebracht wird, damit Leute genug Informationen bekommen können, um tief in Gott gewurzelt zu werden, tief im Wort gewurzelt zu werden und Frucht bringen zu können.
Es gibt so viele Menschen, denen mein Mann und ich das weitergeben können, sodass es wirklich einen Unterschied macht. Von einer Villa in Florida zu einer Lagerhalle, von einem Haus an der Küste zu einem Wohnmobil. Kurt Barreto begriff, wo er auch war, Gott stand an der Tür seines Herzens und klopfte an. Nachdem er durch Andrew Womack Ministries und Caris Bible College diese Tür geöffnet hatte, erfreut sich die ganze Familie Barreto an einer Fülle von Segen und Wohlergehen. Mensch, ist das nicht einfach gewaltig? Ich kann Ihnen sagen, was wirklich mit Lisa und Kurt geschehen ist. Zuallererst hatte seine Beziehung zum Herrn bereinigt, und dann kam in ihm das Verlangen auf, den Herrn mit seinem ganzen Leben groß zu machen. Das ist einer der Hauptpunkte, die mir bezüglich dem Umgang mit Finanzen am Herzen liegt. Ich lehre nicht nur Wohlstand, ich lehre den treuen Umgang mit Finanzen. Als Kurt und Lisa anfingen, ihre Beziehung mit dem Herrn richtig zu stellen, da begann der Herr, sie zu segnen und ihnen Wohlstand zu bringen. Nun nehmen Sie diesen Wohlstand und dienen anderen Leuten damit. Die heutige Sendung ist Teil von Andrews Lehrreihe Treu mit Finanzen umgehen. Wir hoffen, dass Sie durch dieses Programm gesegnet wurden. Unsere Gebetshelpline ist nun freigeschaltet. Wir freuen uns auf Ihren Anruf, wenn Sie Fragen zu dieser Sendung haben, Gebet wünschen oder unser Lehrmaterial bestellen möchten. Sie erreichen uns ab sofort unter der Telefonnummer 06782 98 98 4444. Zur heutigen Sendung bieten wir Ihnen folgendes Lehrmaterial an. Das Buch Treu mit Finanzen umgehen erhalten Sie für 13 Euro. Alle 30 Sendungen dieser Lehrreihe erhalten Sie als mehrteiliges DVD-Album für 22 Euro. Ebenfalls erhältlich ist das Album auf Audio-CD für 15 Euro. Gerne senden wir Ihnen auch beide Alben, DVD und Audio-CD, als Paket für insgesamt nur 30 Euro zu oder die Audio-MP3 und Video-MP4-Dateien auf einem USB-Stick ebenfalls für nur 30 Euro. Der Study Guide ist derzeit nur in englischer Sprache erhältlich. Er enthält das Material des Buches und begleitende Fragen für das Selbststudium oder für Kleingruppen. Es ist Andrews Wunsch, dass jeder sich die Inhalte dieser Lehrreihe noch einmal in Ruhe anschauen oder anhören kann und die Möglichkeit hat, das Material auch an andere Menschen weiterzugeben. Sollten Sie nicht in der Lage sein, sich das CD- oder DVD-Album zu kaufen, senden wir Ihnen die CD der Woche völlig kostenlos zu, wenn Sie uns heute oder morgen anrufen. Bitte beachten Sie, dass dieses kostenlose Angebot nur telefonisch über unsere Hotline verfügbar ist. Sie können uns jetzt unter der Telefonnummer 06782 98 98 4444 anrufen, wenn Sie Fragen haben, Gebet wünschen oder bestellen wollen. Die Telefone sind noch bis 10 Uhr freigeschaltet. Alle auf Deutsch erhältlichen Materialien von Andrew finden Sie auch im Webshop auf der Internetseite www.andrewwomack.de. Sie können uns auch gerne schreiben an die eingeblendete Adresse oder per E-Mail an info@andrewwomack.de. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Und in der nächsten Sendung von Gospel Truth? Einige von Ihnen haben vielleicht Wohlstand in den Augen der Welt erlangt. Vielleicht haben Sie ein schönes Haus, ein tolles Auto und all diese Dinge, die Sie brauchen. Aber finanziell gesehen leben Sie extrem gefährlich. Sie haben himmelhohe Hypotheken auf sich genommen und wenn Sie auch nur ein Schlagloch erwischen, wenn finanziell auch nur irgendetwas nicht einwandfrei laufen sollte, dann könnten Ihnen innerhalb von Sekunden der Boden unter den Füßen weggerissen werden. Das ist alles andere als Sicherheit und das ist bestimmt nicht, wie Gott sich unser Leben vorstellt. Es gibt einen richtigen und einen falschen Weg zum Wohlstand und ich werde über Gottes Vorstellungen darüber sprechen. Ich kann Ihnen sagen, das hier hat das Potenzial, Ihr Leben zu revolutionieren. Es könnte Ihnen diesen unsagbar schweren Druck nehmen. Ihr Fokus könnte neu gelegt und Ihr Leben komplett verändert werden. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind bei Gospel Truth.